Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Version 1 Goes Big. Ja, ich reagiere natürlich prompt darauf, dass der liebe Herr Wacker eine Let's Play-Folge aufgenommen hat von RCT3. Und deswegen werde ich das gleiche jetzt machen, und zwar ein bisschen mit ein bisschen höheren produktivischen... mit einer etwas besseren Produktion, habe ich mir das überlegt, weil wir haben ja Friends, wir können Musik drunter laufen lassen und alles. Das ist doch der Hammer. Ja, und ich werde jetzt auch hier einfach mal in den Karrieremodus starten. Ich weiß nicht warum. Ich habe Wild nicht installiert, obwohl ich mit der Wild-CD spiele. Das muss ich ändern, glaube ich, noch. Naja. Egal, Karrieremodus, RCT3. Habe ich mir sogar schon mal was erstellt. Vor Ewigkeiten. Oh, habe ich sogar schon geschafft, Vanilla Hills. Deswegen muss ich wohl Gold Rush spielen. Obwohl Gold Rush. Ja, Checkered Flag für die Mühle. Doof, ne? Ja, ich spiele mal Gold Rush. So, Gold Rush ist eine Westernstadt quasi. Oder eine Westernstadt. Ich hoffe übrigens mal, dass die Musik nicht zu laut ist. Das befürchte ich nämlich gerade ein bisschen. Ja, zur Not muss ich das alles nochmal aufnehmen. Es sind ja nur 800 GB, die ich jetzt aufnehme in 20 Minuten. Aber naja, wir laden, also die Ladezeiten in RCT3 sind ja mal der Hammer. Also 70% jetzt erst ist es natürlich vom Pre-Activaten. Ich weiß zwar nicht, was der Pre-Activaten muss. Aber weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, welche Objects der aktivieren muss. Aber wenigstens hat unser Ladebalken 150 Frames per Second. Also ganz hoch gegriffen für die Framerate. So, jetzt hier sind unsere Ziele. Wir müssen zwei Coaster bauen mit 3 Minimum Excitement. Also Erregungsrate. Und 350 Meter müssen sie lang sein. Zwei Coaster. Und $300 für den Reitentkommen. Jetzt gucken wir erstmal, was wir haben. Wir haben hier diesen, da ist unser Eingang. Dann haben wir hier den... Woody. Ne, den Mine Train ist es. Weißt du nicht, warum die Mine Trains in dem Spiel auch immer noch Holzstützen haben? Die können wir eigentlich mal öffnen. Eigentlich ist das totaler Quatsch, dass jetzt zumindest. So, Geld verlangt der natürlich. 6,50? Naja. 6,50 für so ein Mine Train ist auch nicht so der Hammer. Sagen wir mal 5. Ja, der Excitement Rating von High. Ich muss gerade mal gucken, was unsere Ziele waren. Das habe ich natürlich, weil ich so ein Vollprofi bin, gleich wieder vergessen. Ziele. Total Minimum Excitement 3, das haben wir eindeutig geschafft. Und jetzt müsste ich bloß wissen, wie lang der ist. Da, 603 Meter, das ist natürlich auch erreicht. Das bedeutet, wir sind hier schon ganz nah am Ziel. Ich bräuchte eine noch einen weiteren Coaster bauen, was wir auch gleich machen werden. So, dann haben wir hier noch natürlich den Ding. Da kann man ja auch. Wieso sind die alle zu am Anfang? So, 2 ist vielleicht ein bisschen wenig für so ein Teil. Machen wir mal 250. Coaster Cam, woo! Fahren wir jetzt mal nicht durch. The Dynamite Danger. Und hier unten haben wir ein, was weiß ich was. Dafür werden wir aber auch Geld verlangen. Nämlich 2 Euro, weil ich nicht weiß, was das ist. Sieht aus wie so ein kleiner Tropfturm. Ein ziemlich geiler kleiner Tropfturm. So sieht es aus. Ja, und ihr merkt, ich habe die Spielmusik mal ein bisschen leiser gemacht. Hier in der Westernstadt mäßig. Hier haben wir aber eine riesen Fläche für unseren zweiten Coaster, muss ich einfach mal so sagen. Und ich würde sagen, wir fahren den gar nicht erst, sondern bauen gleich den zweiten, um das Ziel wirklich schnell zu erreichen. Es wird immer lauter. Ich glaube, ich muss eh nochmal alles aufnehmen. Was haben wir denn zur Auswahl? Eignet sich meiner Meinung nach zwar alles nicht so wirklich in ein Ding, aber ich werde einfach mal den Gigacoaster bauen. Also ich versuche einen. Hier hinten hat man auch noch eine Menge Platz. Also der Platz auf der Map ist wirklich ziemlich ordentlich. Also ich werde versuchen, ein Megalight zu imitieren. Ach Mist. Das ist doof, weil auf dem Feld beginnt kein Stütz, deswegen muss man da eins weiter bauen. Genau. 1, 2, 3, 5. Dann kommt eine enge, dann kommt eine weite Kurve nach da. Ach, der hat einen Kabellift hier. Ah, der Kabellift hier kann aber nach der Kurve wahrscheinlich wieder nicht beginnen. Deswegen baue ich das gar nicht erst so. Vor allem Megalight braucht es meiner Meinung nach auch nicht wirklich. Machen wir auch noch eine Meterbegrenzung rein, damit man das sieht.
Hier kann man, könnte man natürlich auch diese Kurve einbauen, aber das ist mir eigentlich ziemlich viel zu blöd. Ich hoffe mal, den Hügel schafft er. Ja, das Problem ist eh. Hier können wir mal so eine... Ich glaube, hier werde ich mal so eine Art Stängeldive einbauen. Also eine Fake-Stängeldive-Sache. Einfach um den Platz zu haben, den ich brauche. Jetzt kommen wir hier nämlich ziemlich gut raus. Dann kommt eine große Overbank-Turn, die viel zu groß ist. Diese Welt. Deswegen kommt ein Small Overbank Turn. Aber weil ich es kann. Das finde ich eigentlich eines der einzigen Features in RCT3, die ich wirklich abgöttisch liebe, weil man kann einfach diese Kurve bauen und die sieht einfach um einiges besser aus als diese Fake-Kurven, die man dann normalerweise baut. Ja, 39 Meter ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt von dem Coaster noch. Aber 31 Meter hoch. Ja, das schafft er natürlich jetzt hier nicht. Das schafft er natürlich nicht. Ich will... Neigen? Ja, das ist immer die Steuerung für ihn. Also, schäbig an dem Spiel. Dann machen wir einfach hier nicht das, sondern... So. Ja. Kein Tunnel. Tunnel immer vermeiden in diesem Spiel. Ah! Wenn man da nicht exakt drauf achtet, wo man hinklickt, sage ich euch. Dann kriegt man aber die Quittung. Nein! Und es passt nicht. Und dann immer das passt. Das müssen wir uns überlegen, aber ich glaube, ich habe schon eine Lösung gefunden. Ich gehe nämlich hier nur kurz runter. Ich muss hier halt ziemlich genau den Ding wieder treffen. Ich glaube, da wird sogar so eine kleine Kurve reichen. Okay, der Coaster wird aber nicht gut, aber das ist mir jetzt egal. Muss ich leider eine enge Kurve machen. Aber es mir nicht ganz so gefällt, weil sonst schafft er das Ding nicht. Es ist jetzt auch eigentlich kein Mega-Leistwerk wirklich geworden. Ah, wenn man sich hier verklickt, dann baut er sofort diese Strecke. Natürlich nicht. Jetzt haben wir hier einen Hügel. Jetzt tun wir hier den zweiten mal ein bisschen kürzer machen und zwar nur so. Und dann. Ihr werdet gleich, finde ich, in der Videoaufnahme ziemlich oder in der Fahrt später gleich sehen, warum wir RCT3 nicht so gern mögen. Was? We have not enough pounds. Was soll denn das? Hier, Kredit. Gib mir mehr Kredit. Danke. So, und jetzt hier die viel zu kurze Bremse, aber das ist mir jetzt egal. Wir bauen das ja hier nur so just for fun. So, da kommt der Ausgang und dann kommt der Eingang und dann fahren wir mal eine Runde. Ich muss kurz... Na egal. Das lassen wir mal durch so durchlaufen. Gucken wir uns das mal an. Also, wie gesagt, gleich werdet ihr sehen, dass die Übergänge alle ziemlich, ziemlich schäbig sein werden. Da war an RCT3 irgendwie so drin. Das ist in RCT2 ja auch schon so, aber in RCT2 hat man keine 3D-Grafik, deswegen fällt einem das nicht so krass auf. Wenn man das aber mitfährt live, dann fällt einem das schon auf. So, dann gucken wir mal. Hier kommt dieser durchaus kurze First Drop in diese durchaus weit gezogene Kurve. Mal gucken. Ah, das ist eigentlich viel zu langsam für irgendwas. Übergeneigte Kurve ist auch ziemlich langsam. Ich fürchte, das ist kein guter Coaster, aber ich werde ihn jetzt einfach lassen, weil ich möchte hier... Wow.
dass ich das überhaupt schaffe, dass der keinen Rollback hat, wo der immer so langsam rüberkriegt. Aua, oh, die Übergänge. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Zack. Hauptsache, er hat am Ende die ersten, also. So. Excitement Rating ist höher als Ding und die Reitlinks auch. Damit haben wir eigentlich das hier geschafft. Das sind eigentlich die anderen Ziele. Repay Loan und Tycoon 4 mit Minimum Excitement bei 3 Coaster. Also man sieht, nicht sehr schwer das Ganze. Da, 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 da. Vielen Dank hier nochmal an Terminal, der jedem die Musik frei zur Verfügung stellt. Also nicht alle Musiker, aber sein. Ist auch gut, dass man hier einfach durchziehen kann. So, jetzt muss ich das aber irgendwie hier bauen. Obwohl, komm, ich werde mir das jetzt hier mal ganz einfach machen. Ich will hier gar keine große Landbearbeitung machen. Ich mache hier Treppen, das will ich auch gar... Also manche Sachen, muss man sagen, hat man gut gelöst bei dem Spiel. Das zum Beispiel nicht, diese Wegebauautomatik. So, jetzt haben wir hier nämlich ganz offiziell einen zweiten Coaster. Den werden wir jetzt auch öffnen. Weil der so geil ist. 1 Euro ist da viel zu billig. 55 mindestens. Wir sind ja immerhin ein Intermin. Mega light mit mega wenig Speed. Ja, das fanden sie auch. Da stehen sie aber schon ordentlich an. Muss man einfach mal dazu sagen. Was ist eigentlich hier? Ah, gut Bier. Brauchen wir natürlich. Dann würde ich sagen, weil wir jetzt einfach mal Zeit haben. Noch. Gehen wir mal hier in diesen Gebäude-Editor, Wallroofs und Ding, Western Town Walls. Was haben wir denn da? Wir werden so ein ganz hässliches, schön, so ein ganz schön hässliches Gebäude bauen. Porch mit Walkway. Kann ich hier natürlich eigentlich hinbauen. Und dann nochmal ein Porch. Nein. Die muss ich jetzt auch nochmal drehen. Ich weiß zwar nicht, warum die... Die sind auch nicht gleich groß. Das ist ein bisschen schade. Dann, wie gesagt, wir werden es ist total simpel machen, deswegen wollen wir Sheriff sein. Müssen wir betreten. Kommt hier hin. Ne, mit Hanging Sheriff sein, weil sonst sieht es doof aus. So sieht es auch doof aus wegen der Stütze, aber das ist mir jetzt egal. Dann haben wir. Machen wir ein paar Fenster rein. Ich weiß zwar nicht, warum ein Sheriff-Ding Fenster brauchen würde, aber bestimmt braucht er das. Und eine Tür. Ganz offen. Ja. Wolf Door. Weil hier gibt's ja... Ja, ich weiß, dass wir das geklappt haben. So, wir haben nämlich... Wir sollen jetzt wieder drehen. Ja, das Problem ist, dass er das hier direkt da oben drauf sitzen will. Und da unten. Doch. So. Weil hier gibt's ja prinzipiell kein... Kein, Ding. Keine Kollisionsabfrage bei den Objekten zumindest. Deswegen kann man das ja auch alles einfach so bauen. Jetzt bauen wir hier nochmal eine Tür. Ich weiß doch nicht, warum Sheriff Office auf der Rückseite zwei Türen braucht. Oder warum die Türen für kleine Kinder gemacht werden sein müssen, aber ich mach das jetzt einfach mal so. Das brauche ich für ein Drittel. Komm, das Dach. Wir machen. Langweiligste Dach von allen, dass es hier noch immer gibt. Ja! Dann nehmen wir halt den Flatruf. Einfach weiß, wie es kann. Also ein bisschen Kollisionsabfrage hat man, man sieht. Die Größe, die Höhe kann man auch nicht voreinstellen quasi. Oder speichern. Ich weiß, es ist das hässlichste getimte Western-Gebäude, was ich jemals sehen werde. Aber ich habe auch nie gesagt, dass in der RCT irgendwie besser wäre als. Ey, der RCT 3 besser wäre als der RCT 2. Und hier sieht sich jetzt auch, ich könnte es auch hier direkt vor die Standmaschine platzieren, warten, was ich natürlich nicht machen werde, weil es sieht total scheiße aus. Und behindert.
deswegen platziere ich das mal hier wild durch die Gegend. Oh. Nein. Wollte gerade sagen, ich glaube, das kann man auch so erreichen, aber anscheinend nicht. Nee, das ist mir alles zu hoch. So. Ich meine, man kann zwar da jetzt einsteigen in den Zug oder gar nichts, aber wir haben ein Haus gebaut. Da kann man sich jetzt nicht mehr beschweren. Und die Leute stehen Schlange für Coaster 1. Den nennen wir natürlich, weil wir jetzt ja auch voll Profis für Nelly. Wir nennen ihn nicht Giga Coaster 1, sondern wir nennen ihn The Hunt, weil der Sheriff hunte da irgendwelche bösen kriminellen Machenschaften. Hier die Westernstadt ist natürlich, oh, hier ist sogar noch, das ist so ein vorgefertigtes Gebäude. Da können wir eigentlich mal gucken, ob wir... Wir haben hier Bandido Animatronic. Passt zwar überhaupt nicht zum Sheriff, aber ist mir jetzt nicht egal. Gatling dann. Das ist natürlich immer geil, weil man kann hier einfach so ein Zelt aufstellen und hinten da ein Gebäude bauen. Indianer brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir brauchen einen Sheriff. Da, Sheriff Animatronic. Was? Sheriff? Der macht doch gar nichts. Ah doch, der chillt da. Schießt auf Leute. Weil das genau das Signal ist, das wir senden wollen. Ich setze den jetzt natürlich so lang. Dahin. Nee, das setzen wir natürlich dahin. Damit er auf die Leute schießt. Und. Gibt's hier nicht irgendwie so einen. Gauner? Ja, nee, natürlich. Ha! Bam! Vor den stellen wir. Keine Tonne. Den müssen wir weg, den müssen wir nämlich dahin und den müssen wir den dahin. Damit der wenigstens hier so ein bisschen Deckung hat. Dynamite Danger ist broken. Kannst du da heilen? Haben wir überhaupt irgendwelche Leute? Personal. Nö, na, wir haben natürlich nur einen Parkinspektor. Heilen wir halt. So. Putzkraft bräuchten wir eigentlich auch. Und Security Person wollen wir mal nicht. Wir werden aber einen Entertainer holen. Und zwar nicht im Ding. Sondern, weil es so gut passt. Es gibt nichts, was gut passt. Doch, Cowgirl. Der ist jetzt... Müssen wir natürlich uns auch einen Namen überlegen. Die nennen wir einfach Loradena. Loradena. So. Ha. Wie ich auf den Namen kommt, fragt euch alle. Das ist ein sehr kreativer Mensch. So. Jetzt stehen wir hier an. Mask Sticking Out Tongue. Das ist natürlich eine tolle Erfindung, muss man einfach mal so dazu sagen. Darauf habe ich schon ewig gewartet, deswegen muss ich es sofort hier hinbauen. Und dahin, und dahin, und dahin. Das ist die Zungenwand. Und jetzt sagt mir einer, dass diese Zungenwand nicht schön ist. Die ist das Schönste, was ich je in meinem ganzen Leben sah. Jetzt können die dann nämlich alle vorbeigehen und die Zunge berühren und aufessen. Ja, die sich da erschießen und die sterben. Die stirbt da, die ist gestorben. Und die hat nichts in der linken oder rechten Hand. Und die hat 36 Cash noch in the pocket. Dynamite Danger has been fixed, natürlich. Ich habe ja auch einen guten Mechaniker. Ja, aber ich würde sagen, 20 Minuten sind vorbei. Ich bende jetzt hier mal offizielle Aufnahme und guck gleich mal, ob das alles gut passt. Das Haus sieht natürlich scheiße aus, aber immer noch besser als das, was ich anbiete. Naja, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Virtual Boy Goes Big und dann wieder mit RCT 2.